Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir machen nach einer längeren Pause weiter mit der wunderbaren Fragerunde an die geistige Welt. Und ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Ich habe richtig Spaß daran. Und ich danke dir, dass du dabei bist. Ich bin Raja, anerkannte geistige Heilerin, Bewusstseinscoachin und Channel-Medium. Und es ist mir immer wieder eine große Freude, dir und der geistigen Welt als Kanal dienen zu dürfen. In der Zwischenzeit haben mich viele Fragen von euch erreicht und ich sage ganz herzlichen Dank dafür und vor allen Dingen herzlichen Dank für deine Geduld. Ich habe viele verständnisvolle Rückmeldungen von euch bekommen, weil mein Leben ist anders gelaufen als geplant. Die geistige Welt hat das alles wunderbar geführt und sie hat jetzt vor kurzem gesagt, es geht weiter mit dieser Frage-Antwort-Runde. Und jetzt sind wir hier. Die geistige Welt wird also wieder deine oder eure Fragen beantworten aus ihrer erweiterten Sicht. Das heißt, die Antworten sind frei von unseren Ängsten, frei von Bewertungen und auch frei von unseren menschlichen Verstandesgrenzen. Sie kommen aus der reinen Liebe des Seins. Und wenn du diesen Antworten lauschst, wirst auch du dich in dir daran erinnern, dass auch du ein hochschwingendes Lichtwesen bist. Denn dieses Hören allein erhöht auch deine Schwingung. Und die Antworten der geistigen Welt aus dieser erweiterten Sicht helfen dir, mit Situationen und Ereignissen, die aus unserer menschlichen Sicht manchmal sehr schwierig sind, ungerecht aussehen oder auch schmerzhaft sein können, mit diesen Situationen viel leichter umgehen zu können und sie ja aus deinem Herzen heraus zu betrachten. Und damit kann sich vieles lösen. Ja, auch ich bin wieder gespannt auf die Antworten. Ihr findet übrigens unterhalb des Videos die Anfangsseiten und die Fragen, sodass du dir aussuchen kannst, welche Frage dich interessiert. Klicke einfach unter dem Video auf Mehr und dann nochmal auf Mehr. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Ich gehe jetzt in den Kanal und verbinde mich mit der geistigen Welt. Und wir starten jetzt mit einer Frage von Myriam. Und sie möchte gern wissen, da sich jetzt die Schwingung erhöht auf der Erde und schlechte Taten, Lügen und so weiter bald nicht mehr möglich sein werden, nicht ausgelebt oder erfahren werden können, was tun junge Seelen dann, die ganz am Anfang ihrer Reise sind, wenn man hier keine schlechten Erfahrungen mehr auf Erden machen kann? Und auf welche Weise werden Seelen dann, weil sie alles ausprobieren möchten, auch ihre dunkle Seite ausleben können? Schauen wir, was die geistige Welt dazu sagt. Wir danken für diese Frage. Sie ist sehr interessant und gleichzeitig ist sie gespeist von dem menschlichen Verstand, der so gerne entweder oder kennt. Der Planet Erde, Mutter Gaia, wie ihr sagt, ist ein Erfahrungsplanet, ja. Und es ist für die Seelen etwas ganz Besonderes, dort diese Erfahrungen der Dualität machen zu können.
Das heißt nicht, dass Seelen diese Erfahrung machen müssen. Eure Seelen sind so hochschwingende, lichtvolle Energien. Sie brauchen keine dunklen Erfahrungen zu machen. Sie brauchen ihr Licht nicht zu dimmen, weil sie etwas lernen müssten, sondern sie haben dieses Abenteuer Erde freiwillig gewählt, weil das eine Gelegenheit ist für die Seelen, etwas zu erfahren, was sie in der Form sonst nirgendwo erfahren konnten. Und deswegen sagen wir, zum einen dauert es ja auch noch ein bisschen, bis diese niedrig schwingenden Erfahrungen die Erde ganz verlassen haben und oder diese Energien die Erde ganz verlassen haben, sodass die Erfahrungen gar nicht mehr möglich und auch nicht mehr nötig sind. Und bis dahin sind die Seelen immer noch sehr daran interessiert, auf die Erde zu kommen, auch gerade um jetzt den Wechsel mitzuerleben, diesen Aufstieg, wie er sagt. Und dann werden sie selber entscheiden, ob sie auf der höher schwingenden Erde mit den auch höher schwingenden, liebevollen, verbindenden Energien bleiben oder ob sie irgendwo im Universum andere Erfahrungen machen. Es gibt auch jetzt schon Seelen, die auch noch Erfahrungen machen möchten in niedrig schwingenden Energien und die bereits jetzt den Planeten Erde verlassen, weil die Energie ja immer höher schwingt. Und diese Seelen gehen auf andere Planeten. Das Universum ist so groß. Und wenn eine Seele so etwas Ähnliches wie auf der Erde erleben möchte, findet sie auch ihren Raum, sich dort niederzulassen und weiterzuentwickeln. Insgesamt ist es so, dass das ganze Universum inzwischen in einer höheren Schwingung ist, als es früher der Fall war. Und viele Planeten haben bereits diesen Aufstieg vollzogen. Also, danke für deine liebevolle Fürsorge um die jungen Seelen. Sie finden alle immer den Platz, der für sie stimmig ist und können das erleben, was sie erleben möchten. So, die nächste Frage. Das ist eine Frage von Madeleine. Ich habe gehört, dass man sich nicht so oft freuen sollte, weil dadurch auch das Gegenteil entsteht, sozusagen als Ausgleich. Deswegen frage ich mich nun, ob es denn sinnvoller ist, statt sich voll zu freuen, sich besser in Gleichmut zu üben. Doch ich liebe es so sehr zu lachen. Das ist eine wunderschöne Frage aus unserer Sicht, auch wenn das jetzt eine Bewertung ist. Es sind zwei Themen darin. Zum einen das Thema, dass es auf der Erde noch den Glauben gibt, wenn etwas Positives entsteht, würde auch etwas Negatives entstehen. Das hat eine Zeit lang gepasst, weil die Erde voll in der Dualität war und es genau um diese Erfahrungsebene ging. Jetzt hat sich die Erdenergie schon so erhöht, dass die Schwingung anders ist. Und wir hatten schon einmal früher erläutert, das Ganze ist nicht nur aus dem jetzigen Wechsel zu betrachten, sondern das Ganze ist eine lange, lange Geschichte.
Und es gab auf der Erde früher Zeiten, wo sehr viel niedrig schwingende Energie erlebt wurde. Mehr niedrig schwingende als hochschwingende. Dann kam diese Zeit der ziemlichen Ausgewogenheit, da kommt dieses Beispiel her. Wenn das eine entsteht, entsteht das andere als Ausgleich. Und jetzt seid ihr in der Zeit, wo mehr höher schwingende Energie sogar wichtig ist, dass sie entsteht. Und damit wird nämlich ausgeglichen, dass von ganz früher, als es mehr niedrig schwingende Energie gab, das kommt in den Ausgleich, wenn jetzt mehr höher schwingende Energie, mehr Freude, mehr Lachen, mehr Dankbarkeit von euch gelebt wird. Und das zweite Thema ist Gleichmut. Gleichmut wird auf der Erde teilweise etwas missverstanden. Gleichmut heißt nicht, alles neutral zu sehen, sich weder zu freuen noch traurig zu sein. Das wäre, nun, wir sagen mal, roboterartig. Ihr seid lebendige Wesen. Gleichmut bedeutet, alles zu erleben, auch alles zu fühlen und innerlich frei davon zu sein, weil alles gleichwertig ist. Ob jemand traurig ist oder sich freut, ist aus Seelensicht gleichwertig. Und Gleichmut bedeutet, wenn es einen Grund dafür gibt und ansteht, Traurigkeit zu erleben, zuzulassen und zu wissen, ja, jetzt steht Traurigkeit an, und das ist okay, denn auch sie vergeht wieder. Und wenn einfach die Freude da ist und das herzliche Lachen, über das wir uns immer auch freuen, dann freut euch und lacht und wisst, auch das ist ein Teil des Ganzen und wird irgendwann wieder anders sein. Das bedeutet Gleichmut. Viele Menschen neigen dazu, alles, was traurig ist, was schmerzhaft ist, weghaben zu wollen und vergessen dabei, dass sie es damit sogar stärken. Und auf der anderen Seite wollen sie alles Schöne festhalten. Und auch das geht nicht. Gleichmut bedeutet, das, was gerade ansteht, zu genießen. Ja, man kann auch Traurigkeit genießen, da, wo sie wirklich hingehört, als Ausdruck des Menschlichen im Wissen. Ich bin jetzt authentisch, ich lebe das, was ich fühle. Und dadurch, dass ich es lebe, kann es sich auch verabschieden. Also Gleichmut bedeutet, beides zu begrüßen, die Traurigkeit und die Freude, im Wissen, dass beides gleich wert ist und es jeweils zur passenden Zeit einfach zu leben. Ja. Ich finde, diese Interpretation von Gleichmut ist auch eine ganz große Erleichterung für uns. Das ist so eine Freiheit, die ich da spüre. Alles darf sein und wir sind frei darin. Die nächste Frage kommt von Claudia. Wählen auch die Tiere selber, wohin sie inkarnieren und welche Erfahrungen sie machen möchten und wie detailliert ihre Erfahrungen sind? Also wählt das Tier zum Beispiel, in der Massentierhaltung zu inkarnieren, dabei keinerlei Liebe zu erfahren und am Ende halbtot bei vollem Bewusstsein das Fell abgezogen zu bekommen,
oder wie sieht so eine Wahl aus? Und kann dieses Tier dann während seiner Inkarnation überhaupt noch eine andere, eine gegenteilige Wahl treffen, wenn es so unerträglich geworden ist? Was wir aus dieser Frage und aus dieser Art der Fragestellung herausfühlen, ist einmal großes Mitleid mit den Nutztieren, die wenig liebevoll behandelt werden, und gleichzeitig auch ein Widerstand, dass es so ist. Beides können wir sehr gut nachvollziehen aus der menschlichen Sicht. Wir gehen jetzt zuerst darauf ein, was die Tiere wählen. Die Seelen der Tiere sind sehr weise und sehr, sehr liebevoll. Und sie haben sich bereit erklärt, die Menschheit zu schulen. Zu schulen durch das, was sie selber erleben auf der Erde durch die Menschen. Ja, die Seelen der Tiere entscheiden sich selber, ob sie als liebevoll umsorgtes Haustier inkarnieren oder als, ja, aus menschlicher Sicht wirklich teilweise sehr brutal behandeltes Nutztier. Und es ist wie bei den Menschen. Die Seelen, die als Mensch Schlimmes tun, machen ihr Licht so klein, dass sie es überhaupt machen können, jemandem anderen etwas Schlimmes antun, damit der andere eine Erfahrung machen kann. Und so machen es auch die Seelen der Tiere, halt andersrum, sie, gerade diese Nutztiere, wissen ungefähr, was auf sie zukommt. Das brauchen sie nicht im Einzelnen mit diesen Beschreibungen zu wissen, weil es geht ihnen um die Aufgabe, die sie übernehmen. Sie sind bereit und einverstanden, in diesem Leben als Nutztier auf der Erde vieles zu erleiden, um die Menschen wachzurütteln. Und diese Tiere haben vorher gewusst, dass dieses Wachrütteln lange dauert, dass dieses Wachrütteln über viele, viele, viele Generationen und teilweise Hunderten von Jahren geht. Früher wurden die Tiere gewertschätzt für das, was sie dem Menschen gaben, auch an Nahrung, auch an Fell. Und so wie die Erfahrungsebene allgemein auf der Erde in diese Erfahrungen gerutscht ist, den Wert nicht mehr zu erkennen von
Tieren, von Pflanzen, von Menschen, von vielem nicht mehr. So waren auch die Tiere davon betroffen und wussten, dass das auf sie zukommt. Ja, sie leiden darunter, das ist richtig. Und doch machen sie es aus Liebe. Sie haben sich aus Liebe freiwillig dazu bereit erklärt, den Menschen immer wieder zu zeigen, guck, wenn du mit mir so umgehst, dann gehst du auch mit dir so um, auf einer anderen Ebene. Denn Menschen, die wissen, dass sie Liebe sind, Menschen, die sich selber lieben und damit alles lieben, gehen anders mit Tieren um. Und so sind diese wunderbaren Tierseelen damit einverstanden, ihre Aufgabe, die sie frei gewählt haben, zu erfüllen. Und es werden immer mehr Menschen wach und merken, was sie damit, mit diesen Methoden, die du geschildert hast, was sie damit den Tieren antun und auch sich selber. Denn es ist bekannt, Tiere, die so behandelt worden sind, entwickeln Angsthormone, Stresshormone. Und das bleibt in dem Fleisch, was die Menschen dann essen. Also tun die Menschen auch sich selber damit etwas Ungutes an. Und es braucht das Bewusstsein dazu, um diese Zusammenhänge zu erkennen. Und das Bewusstsein wird immer größer auf der Erde. Noch nicht überall und noch nicht da, wo der Fokus drauf liegt. Doch jeder Mensch, der sein Bewusstsein erweitert, der sich bewusst ist, dass er ein Schöpferwesen ist und dass alles, was er tut und spricht und sagt, eine Wirkung hat auf die ganze Welt. Jeder Mensch, der das erkennt, hebt zur Schwingungserhöhung bei. Und das ist das, was der Weg ist, den die Menschheit geht. Und diese wunderbaren Tierseelen unterstützen diesen Erwachensprozess, diesen Bewusstseinsweg auf ihre Art. Das ist das, was sie dazu beitragen können. Und sie haben sich freiwillig dazu bereit erklärt. Die zweite Ebene in dieser Frage ist das Mitleiden und das Verurteilen dessen, dass es so geschieht, wie es noch häufig geschieht. Das Mitleiden, wir sagen es ganz deutlich, bringt niemandem was, auch nicht den Tieren. Dass so eine Tierhaltung und das Leid der Tiere euer Herz berührt, das ist ja das, was das Umdenken bringt. Und dann geht es darum, eine andere Schwingung reinzubringen. Und das schließt auch wieder die Bewertung des Ganzen ein. Die andere Schwingung für das Tier ist Mitgefühl. Mitfühlen und danken. Den Tierseelen danken, dass sie diese Aufgabe übernommen haben und dass sie sie aus Liebe erfüllen. Diese Art, damit umzugehen, bringt eine ganz andere Schwingung in das gesamte System, wie mit Tieren umgegangen wird. Und der zweite oder der nächste Punkt ist wirklich, aus menschlicher Sicht ist es ganz leicht, so ein Verhalten oder so einen Umgang mit Tieren zu verurteilen. Nur, ihr seid Schöpferwesen und alles, was ihr verurteilt, was ihr ablehnt, wo ihr gegen seid, das stärkt ihr mit eurer
Energie. Das heißt nicht, dass ihr mit allem einverstanden sein sollt, sondern dass ihr in alles bitte Liebe fließen lasst. Liebe ist die stärkste Heilkraft auf Erden. Und Liebe ist das, was den Wandel bringt. Und zwar die nicht wertende Liebe. Die Liebe, die ihr alle in eurem Kern seid. Ihr seid Liebe. Und diese Erinnerung daran wird immer, immer wacher. Und wenn dir so etwas begegnet, wo du mitfühlst, wo dein Verstand gegen sein möchte, nimm dir einen Moment, atme tief ein. Aktiviere die Liebe, aus der alles entsteht. Und lass diese Liebe fließen. Und zwar in alles. Zu den Tieren, ja. Zu den Menschen, die das machen, auch. Und auch zu den Menschen, die diesen Umgang mit Tieren angeordnet haben. In das ganze Feld, wie Tiere genutzt, benutzt, ausgenutzt werden noch. In all dieses Feld lasse einfach Liebe fließen. Das bringt die Veränderung. Jede Form von Dunkelheit kann nicht bekämpft werden, sondern sie verschwindet von allein, wenn das Licht größer wird. Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Also lass die Liebe und das Licht fließen. Gerade in diese Situationen, die manchmal für euch Menschen so schwer auszuhalten sind, die manchmal so wehtun, gerade da lass das Licht, lass die Liebe fließen. In alles. Wir danken euch. Die nächste Frage kommt von Fatma. Wenn ich zu Hause bin, meditiere ich. Bin ich in einer hohen Schwingung und fühle mich gut. Das Problem ist aber im Außen. Bei der Arbeit mit Kollegen oder bei Familienbesuchen. Da wird gelästert, geschimpft, einfach Negatives verbreitet, weil die meisten nicht verstehen, um was es geht. Und oft merke ich, dass ich mich beeinflussen lasse und selber zum Beispiel über Politiker schimpfe oder über die Situation auf der Welt. Und dann ist auch meine Schwingung wieder unten. Dabei weiß ich ja, das ist nicht gut. Wie soll das gehen, wenn im Außen so viel Negatives herrscht? Dass ich in einer hohen Schwingung bleibe, dass es von mir abprallt. Wir könnten jetzt mit einem Satz antworten. Das geht, indem du einfach bei dir bleibst. Und gleichzeitig wissen wir, dass das noch nicht immer so einfach ist. In dir ist der Frieden. In jedem von euch. Doch ihr lebt in einer Zeit, wo ihr ganz viel Ablenkung im Außen habt,
wo auch eure Energie von außen gesteuert wird und von vielen Seiten auf das Negative gerichtet wird, auf die Probleme gerichtet wird, auf den Mangel gerichtet wird. Und es ist ein bekanntes menschliches Verhalten, sich dann darum zu kümmern, darüber zu reden, sich sogar Gedanken zu machen und zu schimpfen über all das, was ist. Doch ihr seid mehr als Menschen. Ihr seid Schöpferwesen. Und dieses Wissen, dieses Bewusstsein darüber wird immer wichtiger. Denn mit jedem Gedanken und mit jedem Wort erschafft ihr Energien, die ihr ins Feld gebt, in die Welt gebt. Und wenn ihr über etwas schimpft, dann gebt ihr genau dem eure Energie, eure Schöpferkraft. Ihr stärkt genau das, worüber ihr euch aufregt, wogegen ihr seid, was ihr schlimm findet, was ihr ungerecht findet. Wenn ihr darüber redet, macht ihr es riesengroß. Stoppt damit. Hört einfach auf, euch über diese Sachen auszutauschen, zu reden, in dieses niedrig schwingende Feld der Empörung hineinzugehen, der Aufregung, der Ungerechtigkeit. Ihr gebt genau das in die Welt. Und was passiert? Die Welt spiegelt es euch wieder. Alle, jede und jede einzelne von euch ist ein Mitschöpfer, eine Mitschöpferin an dem, was in der großen Welt passiert, was in der Politik passiert, wie Menschen miteinander umgehen. Nicht, weil ihr das so wollt, sondern weil ihr dagegen ankämpft. Durch die höheren Schwingungen auf der Erde setzen sich die ausgesandten Energien von euch, egal in welche Richtung, immer schneller um. Und wir können nur empfehlen, bleibt bei euch, in eurer Mitte und sprecht über das, was euch Freude macht, was schön ist auf der Welt. Es gibt so viel Schönes. Und das kann eine einzelne Blume sein, ein Sonnenuntergang, es kann auch ein Sommerregen oder sonst was sein. Richtet euch aus auf das, was Freude macht, auf das Miteinander in der Familie, auf darauf, dass gegenteilige Meinungen sich ergänzen können. Es gibt nicht mehr entweder oder, sondern sowohl als auch. Und ihr erschafft euch eure Realität selber durch das, wo ihr euren Fokus hinlenkt. Und wenn du in deiner Familie erlebst, dass der Fokus aus alter Gewohnheit, aus Angelerntheit, aus noch nicht klarem Bewusstsein, warum auch immer, dass der Fokus auf diesen niedrig schwingenden Themen ist, dann hast du die Wahl, rauszugehen. Jeder Mensch hat das Recht auf die eigene Wahl. Und wenn andere in dieser Schwingung bleiben wollen, dürfen sie das. Du kannst genauso gut, wenn du es möchtest, auch einmal anregen. Was habt ihr denn heute Schönes erlebt? Um einfach mal den Fokus zu drehen. Weil die menschliche Gesellschaft findet es so normal, sich über negative Dinge auszutauschen, aufzuregen oder sonst was, dass sie ganz vergessen hat, der normale Zustand ist ursprünglich Zufriedenheit, Freude,
Dankbarkeit. All das, wo ihr durch die Erhöhung der Schwingung wieder hineinwachst und vor allem durch die Erweiterung eures Bewusstseins. Und wenn du nur einmal am Tag deinen Fokus auf das lenkst, was du schön findest, was dir Freude macht, nicht nur bei der Meditation zu Hause, sondern im täglichen Leben, schau dich um und du wirst vieles finden, was schön ist. Damit veränderst du deine Schwingung, damit strahlst du eine andere Schwingung aus und du wirst merken, dass sich vielleicht nicht die Menschen verändern, das müssen sie nicht in deinem Umfeld. Sie haben das Recht, zu sein, wie sie wollen. Vielleicht nehmen sie die Anregung und schauen auch nach dem Schönen. Vielleicht aber auch wechseln die Menschen in deinem Umfeld, weil du durch deine höhere Schwingung auch Menschen anziehst, die selber in einer höheren Schwingung sind. Ihr seid alle miteinander verbunden und alles ist miteinander verbunden. Also alles, was du für dich tust, hat Auswirkungen im großen Ganzen. Und je mehr du es dir im täglichen Leben zur Gewohnheit machst, immer mal wieder zu schauen, hey, was gibt's hier Schönes, anstatt auf diese anderen Ebenen einzugehen, damit veränderst du dich, dein eigenes Erleben und auch ein Stück die ganze Welt. Ja, ich kann nur sagen, seitdem, ich habe die Erfahrung gemacht, ich kenne das. Ich war früher wirklich sehr auf alles ausgerichtet, was aus meiner Bewertung wohlgemerkt nicht in Ordnung war. Und seitdem ich das ändern durfte, ist mein Leben ganz anders geworden. Es macht so viel mehr Freude. Es gibt immer so viel Schönes, über das ich mich freuen kann. Und ich glaube, je mehr Menschen den Fokus darauf richten, damit erschaffen wir uns unsere neue Welt, nämlich die des Friedens und des Miteinanders. Jetzt kommt eine Frage von Gudrun. Wann ist mit einer endgültigen und im großen Maßstab einsetzbaren Erfindung der freien Energie zu rechnen? Und was ist zu tun, um die kostenlose Nutzung dieser freien Energie durch alle Menschen zu sichern und einen Missbrauch durch einzelne Personen oder Gruppen zu verhindern? Die freie Energie ist schon lange verfügbar. Diese großflächige Verbreitung hängt von eurem Bewusstsein ab. Freie Energie braucht ein freies Bewusstsein. Nämlich das Wissen, dass ihr freie Wesen seid. Und freie Energie ist so frei. Zur zweiten Frage. Sie lässt sich nicht einsperren, sie lässt sich nicht manipulieren durch einzelne Menschen oder Gruppen. Die freie Energie steht den Menschen zur Verfügung, die das für realistisch und möglich halten, dass es das gibt. Solange Menschen in ihrem Kopf, in ihrem Verstand das Denken haben, Energie muss erzeugt werden,
durch Kohle, durch Strom, sonst irgendetwas. So lange ist das wie eine Mauer vor dem großflächigen Fließen der freien Energie. Denn sie ist da, sie ist vorhanden, sie ist im Übermaß vorhanden. Doch durch das begrenzte Denken der meisten Menschen kann sie nicht fließen, weil da ist niemand, der sie empfängt. Und deswegen, sie braucht auch nicht erfunden zu werden. Das Einzige, was auf der menschlichen Ebene noch erfunden wird, ist die Art des Anzapfens der freien Energie, wie man da Zugang zu bekommt. Das wird sich mit der Zeit ganz leicht klären. Denn es ist natürlich vorgesehen, dass die freie Energie für euch alle zur Verfügung steht. Sie ist ja unendlich da. Und das kommt, wie gesagt, es braucht dazu das Bewusstsein, dass es möglich ist. Und dass außerdem alle gleich sind. Und das beinhaltet auch deine zweite Frage. Solange ihr in Gedanken anderen Menschen die Macht gebt, dass sie euch manipulieren können, dass sie Energien lenken können, wie sie das wollen, dass sie mehr zu sagen hätten als alle anderen. So lange ist es mit der freien Energie für alle etwas schwierig. Schon allein diese Frage bedeutet, oder sagen wir so, schon allein diese Frage ist ein Widerspruch in sich. Freie Energie ist nicht manipulierbar. Sie kommt dahin, wo sie empfangen wird. Wir wissen, dass es viele Versuche von, sagen wir mal, Konzernen gibt, freie Energie zu unterbinden, weil diese Konzerne ihre Macht verlieren würden. Und so werden Patente oder Erfindungen für den Zugang zur freien Energie von Konzernen aufgekauft und in die Schublade gesteckt. Das ist noch so. Doch das ändert sich. Und das ändert sich in dem Maße, wie ihr euch einfach bereit erklärt, freie Energie zu empfangen. Wenn ihr das Unmögliche euch erlaubt zu denken, dass eure Elektrogeräte, wenn ihr auf den Einschalter drückt, startet, ohne dass das Kabel in der Steckdose ist, dann kann die freie Energie fließen. Merkt ihr, es geht um die Verstandesgrenzen im Kopf. Damit der Toaster tut, braucht er Strom. Strom ist eine Form von Energie. Freie Energie ist eine andere Form von Energie. Es ist möglich, wenn ihr es für möglich haltet. Wirklich als Realität für möglich haltet. Und damit ist natürlich dann auch jeglicher Missbrauch, jegliche Manipulation unmöglich. Freie Energie ist frei. Und auch ihr seid freie Wesen.
Ihr habt es nur vergessen. Erinnert euch daran, dass ihr aus Licht und Liebe besteht. Dass sich einfach als Mensch inkarniert hat. Ihr seid so große, kraftvolle Schöpferwesen. Dieses Bewusstsein darf in euch Raum nehmen. Und wenn ihr manchmal diesen Satz hört, trau dich, du selbst zu sein, dann erinnere ich dich daran, dass du viel mehr bist als dieses wunderbare menschliche Wesen, das dir aus dem Spiegel entgegenschaut. Du bist ein freies Energiewesen. Und auch diese Erinnerung wird in dir wieder wach. Zu dem Thema freie Energie möchte ich ein kleines persönliches Erlebnis erzählen. Das ist schon einige Jahre her. Da war ich in Ägypten. Ich mache schon immer sehr, sehr gern viele Fotos. Habe also abends immer meinen Fotoapparat aufgeladen und habe das an einem Abend vergessen. Bin morgens in dem Tempel, will fotografieren, Akku leer. Und in dem Moment war ich in einer besonderen Energie. Ich habe es gewusst. Ich habe den Arm hochgestreckt mit dem Fotoapparat und habe gesagt, einmal aufladen, jetzt. Und danach konnte ich den ganzen Tag fotografieren mit diesem Fotoapparat. Es geht. Ich weiß, ich war in einer besonderen Energie. Wenn ich das mal so zwischendurch mache, weiß ich nicht, ob es funktioniert. Nur ich weiß, es geht und wir können das alle. Ja, auch ich habe heute wieder viele neue Erkenntnisse bekommen durch die liebevollen Durchsagen der geistigen Welt. Ich danke dir fürs Zuhören und Zuschauen und ich hoffe, dass es auch dir gut getan hat. Ja, ich liebe diese Fragerunden, Frage-Antwort mit der geistigen Welt. Und wenn auch du eine Frage hast, die auch andere Menschen interessieren könnte, schick sie mir bitte einfach per E-Mail, dass ich sie an die geistige Welt stellen kann. Du findest meine E-Mail-Adresse unter dem Video, mehr und nochmal mehr. Und dann siehst du es. Und wenn du persönliche Themen hast, für die geistige Welt dich unterstützen darf, nimm einfach gerne Kontakt mit mir auf. Ja, ich wünsche dir in diesen manchmal herausfordernden, sehr trubeligen und auch total interessanten Zeiten ganz viel Freude, ganz viel Licht und Liebe und alles Gute. Raya, ich bin.